Ja Leute, herzlich willkommen hier wieder bei Custom Rigs auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht's um einen neuen Radiator. Was macht ihr, wenn ihr einen neuen Radiator kauft und den bei euch ins System einbinden wollt? Da ist es ganz wichtig, dass ihr den spült. Er sieht zwar von außen super sauber aus und wenn man jetzt hier mal reinguckt, geht das auch halbwegs. Aber ihr werdet dann gleich sehen, dass sich doch hier einige Rückstände, Produktionsrückstände, Fette, irgendwelche Rückstände vom Schweißen und von der Bearbeitung des Radiators auf alle Fälle angesammelt haben. Und wie ihr das macht und was ihr dafür benutzen müsst für Produkte, beziehungsweise was ich für Produkte dafür benutze, Reinigungsprodukte, um genau zu sein, das zeige ich euch heute hier in dem Video. Und ich fange dann mal an. Viel Spaß beim Zusehen. Ja Leute, ich benutze jetzt in dem Fall so Produkte von Silit Bang. Und zwar einmal den Fettlöser und dann hier nochmal Kalk- und Schmutzentferner. Hab das Ganze jetzt mal hier in Gläser abgefüllt. Ihr könnt oben den Kopf, könnt ihr abmachen, geht ein bisschen schwer, könnt ihr dann aber in Gläser füllen. Und wie ihr seht, ist jetzt der Kalk- und Schmutzentferner. Relativ klar oder beziehungsweise ist klar durchsichtig. Und das ist der Fettentferner, ja, auch durchsichtig komplett. Und das füllen wir jetzt in den Radiator ein. Und ja, fangen wir mal an. Also als erstes auf alle Fälle den Radiator erstmal mit warmem Wasser durchspülen, ohne irgendwelche Zusätze. Das geht ziemlich gut. Das hier, wenn ihr hier so einen Duschkopf habt, den könnt ihr hier abschrauben. Legt ihr den beiseite. Da ist hier so eine Dichtung drin, die nicht verbummelt. Und dann könnt ihr halt diesen Aufsatz hier, den könnt ihr eigentlich richtig gut hier mit der Radiator drauf halten, um den erstmal so durchzuspülen. Das mache ich jetzt mal. Wasser kann gut ruhig wirklich viel warm sein, ne? Beziehungsweise heiß. Und dann kann man einfach hier auf die Öffnung draufhalten. Und dann seht ihr schon, läuft es jetzt unten raus. Spült ihr jetzt kurz. Gut. Oftmals seht ihr jetzt schon, wenn ihr das nur mit Wasser durchspült, Partikel auf alle Fälle rauskommen. Aus dem Radiator, die jetzt lose drin rumfliegen. Schüttelt ihr das Ganze mal ein bisschen durch, dass das Wasser rauskommt. Ja. So. Zack. Und dann fangen wir an mit der Befüllung vom Silit Bang. Ich werde als erstes den Fettlöser nehmen und habe mir dafür hier, ich habe hier so einen Trichter mit einem Stück Schlauch und einem Fitting. Schraube ich drauf, lässt sich halt besser einfüllen, kleckert nicht rum, sinnlos. Schraube ich da hier drauf. So. Das hier ist der Fettlöser, das ist der Bang-Fettlöser, den schütte ich jetzt hier rein. Und den lassen wir dann 10 Minuten einwirken. Also ich fülle jetzt so viel ein, bis das auf der anderen Seite rauskommt. Gut abgemessen. Das hat genau gereicht. Also steht es direkt hier, ja, drin in der Kammer. Und das lassen wir jetzt 10 Minuten einwirken und dann sind wir wieder zurück und dann gucken wir mal, wie das Resultat aussieht, was da so für Pulver rauskommt. So Leute, 10 Minuten sind um. Und ich versuche jetzt mal das Ganze hier in das Glas abzufüllen, das jetzt hier rauskommt. Thank you.
So. Und wie ihr hier seht, hat sich die Flüssigkeit auf alle Fälle verfärbt. Ist dunkler geworden, hat so einen leichten Blautouch. Ich muss sagen, das geht noch. Ich hatte letztens einen Black Ice Radiator hier, da war es richtig blau gewesen. Ja. Also das spricht jetzt eigentlich dafür, dass der Radi von innen schon gut sauber ist. Ja, das stelle ich mal beiseite. Und ich spüle den jetzt nochmal durch und fülle dann den Kalk und sonstigen Dreckentferner rein. So, das Ganze lasse ich jetzt auch wieder 10 Minuten einwirken und dann gucken wir uns mal an, wie das dann aussieht. So, und auch dieser, der hat sich auch verfärbt. Also der ist definitiv dunkler geworden, also hat es dort auch auf alle Fälle Ablagerungen gelöst, die jetzt mit in das Reinigungsmittel übergegangen sind. Und ja, dann tun wir das Ganze noch mal ein bisschen durchspülen. Ja, somit habt ihr euren Radiator gespült. Der ist jetzt quasi fertig für den Einbau. Und ihr könnt euch sicher gehen, dass ihr dort euren Kreislauf nicht mit irgendwelchen Partikeln oder Fetten oder mit irgendwelchen Ablagerungen verschmutzt und dann am Ende nachher euer Kreislauf verstopft. Ja. Ihr seht jetzt hier eindeutig auch an den Flüssigkeiten, also die sind relativ dunkel geworden. Das war der Fettlöser gewesen. Hat sich verfärbt auf alle Fälle definitiv, da hat es Schmutz mit rausgenommen. Und das war hier der Kalk und Schmutzlöser, der hat sich auch verfärbt, definitiv hat er auch Dreck mitgenommen. Ich muss jetzt dazu sagen, der Radiator war ziemlich sauber gewesen, ich habe schon schlimmer verfärbte Radiatoren gehabt. Aber es schadet auf alle Fälle nicht, wenn ihr einen Radiator spült. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt zeigen mit dem Video hier, dass es auf alle Fälle vonnöten ist, dass ihr euren Radiator spült, bevor ihr ihn einbaut. Ihr seht auf alle Fälle, oder ihr werdet auf alle Fälle einen langlebigen Wasserkreislauf haben. Also im Radiator ist wirklich der meiste Schmutz, der nachher resultieren. Wirklich die meisten Wasserkühlkreislauf, Gesamtverschmutzung und Verstopfung hervorruft. Durch eben vorhin genannte Fette, Lötrückstände, die dort einfach bei der Produktion von so einem Radiator entstehen. Oder auch halt grobe Partikel. Ich habe schon Radiatoren gehabt, die haben richtig geklappert, so große Partikel waren da drin. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Radiatorspülen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Und ich wünsche euch damit langlebige Wasserkühlkreisläufe und sage ciao, bis zum nächsten Mal hier auf Custom Rigs.